Das Buch Terror von Ferdinand von Schirach setzt uns als Leser und Leserinnen vor Gericht. Aber nicht als Angeklagten, sondern als Jury. Wir entscheiden über eine Person, die hier vor Gericht sitzt, entscheiden über ihr Schicksal, so wie diese Person über das Schicksal von 160 Menschen entschieden hat. Diese Person, die hier vor Gericht angeklagt ist, ist... Nämlich angeklagt für den Mord an 160 Menschen, die in einem Passagierflugzeug saßen, das allerdings von Terroristen entführt wurde und nun auf die Allianz Arena zusteuerte. Es war ganz klar zu erwarten, dass dieses Flugzeug in die Allianz Arena krachen soll. Das haben die Terroristen so selber angekündigt. Diese 170 Menschen. Beziehungsweise inklusive der 70.000 Menschen in der Allianz Arena sollten sterben. Und der Mensch, der jetzt hier vor Gericht sitzt, der hat sich entschieden, okay, ich werde vorher dieses Flugzeug abschießen, damit die 70.000 Menschen in der Allianz Arena nicht sterben. Und jetzt könnte man erstmal sagen, okay, klar, ist ja logisch, 170 Menschen sterben ist ja weniger schlimm, als wenn 70.000 Menschen sterben. Allerdings macht uns dieses Buch ganz deutlich klar, dass es so einfach nun mal nicht ist. Und das auf eine unglaublich nicht belehrende Weise. Ich hatte in diesem Buch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es hier auf eine, eine Lösung zusteuert oder dass uns der Autor Ferdinand von Schirach eine Antwort vorsetzen möchte. Nein, stattdessen beleuchtet er in Form von dieser Gerichtsverhandlung beide Seiten. Denn das soll ja eine Gerichtsverhandlung machen, beide Seiten beleuchten und anschließend wird der Richter bzw. die Jury eine Entscheidung treffen. Und die sind wir. Wir entscheiden, genau wie der Angeklagte, über ein Schicksal von jemand anderem. Dieser Angeklagte hat über 160 Menschen entschieden und wir entscheiden nun über ihn. Und das Ganze ist tatsächlich kein Roman, sondern ein Theaterstück, Skript. Das sollte man, finde ich, wissen, denn ich habe... Das ist ein bisschen skeptisch vorher gesehen, ob man das wohl gut lesen kann, wenn das eben sich ungefähr so liest. Moment. Staatsanwältin, weshalb? Angeklagter. Es kann nur bei ganz großen Zahlen eine Ausnahme gemacht werden. Staatsanwältin. Also 1 zu 4 reicht Ihnen nicht? Angeklagter. Nein, sicher nicht. Staatsanwältin, verstehe. Ist 1 zu 100 besser oder 1 zu 1000 oder 1 zu 10.000 vielleicht? Wo genau ziehen Sie die Grenze? Und so weiter. Aber ich finde, das hat sich. Absolut einwandfrei gelesen. Ich hatte da absolut kein Problem mit. Äh, hat mich null gestört. Ich fand es super gut zu lesen. Insgesamt, dieses ganze Buch habe ich innerhalb eines Nachmittages durchgelesen, einfach weil sich das so natürlich auch relativ schnell, li schnell liest. Da ist wenig Text auf einer Seite und insgesamt sind es auch nur 160 Seiten. Ist also schnell gelesen. Abschließend kann ich einfach sagen, dieses Buch ist richtig, richtig, richtig. Gut. Es ist eine Thematik, die definitiv nicht einfach ist. Und wenn du vorher denkst, dass es eine einfache Thematik ist, dann wird dich dieses Buch eines besseren belehren, denn am Ende merkst du einfach nur Scheiße, dass es eine fucking schwierige Entscheidung, nicht nur weil es einfach eine schwierige Entscheidung ist, sondern weil man merkt, dass man hier über ein Schicksal entscheidet, man entscheidet über das Schicksal eines Menschen. Und das es niemals auf die leichte Schulter zu nehmen.